Gott saß auf seinem Himmelsthron. Seit einer ganzen Weile schon lag seine Stirn in tiefen Falten. Ja, Gott war ziemlich ungehalten. Mir reicht's, so kann's nicht weitergehen. Was muss ich da auf Erden sehen? Es geht mich schrecklich auf die Nieren, das Leid von Mensch, Pflanz und Tieren. Es herrschen Terror, Krieg, Gewalt. Hier steigt das Meer, dort stirbt der Wald. Die Reichen kriegen immer mehr, die armen Tische bleiben leer. Ich höre Tag und Nacht das Weinen von großen, alten, jungen, kleinen. Ich sehe Betrug und Korruption, ich merke den Stress bei den Kindern schon. Ich mach das nicht mehr länger mit, die Welt braucht einen klaren Schnitt. Ich mache einen Neuanfang und fange bei mir selber an. Die Engel hörten staunend zu. Vorbei war's mit der Himmelsruhe. Ein Engel namens Gabriel, der fasste sich besonders schnell. Du könntest es ja regnen lassen mit einer Menge Wassermassen. Hast du schon mal Klarschiff gemacht und deine Welt ins Lob gebracht? Ganz ehrlich, Herr, ich fänd das gut. Es wird Zeit, dass sich was tut. Ich weiß, dass ihr wütend seid, doch noch mehr Leid würde ich den Menschen gern ersparen. Stattdessen sollen sie erfahren, dass Gott die Welt trotz allem liebt und ihr sein Allerliebstes gibt. Ich sende ihnen meinen Sohn, das nenne ich Revolution. Ach Gott, wie kann ein Kind, so klein, denn eine echte Lösung sein? Hört mir doch ganz einfach mal zu, ich weiß schon, was ich tue. Gewalt wird nicht mit Krieg besiegt, die Welt hat sich genug bekriegt. Der Friede fängt in klein an, weil nur die Liebe helfen kann. Mein Sohn will kalte Herzen schmelzen und Steine von den Gräbern wälzen. Er ist der Weg, er ist die Tür, die Brücke zwischen ihn und mir. Nun, mein lieber Gabriel, du wirst gebraucht. Mach dich ganz schnell zum Aufbruch fertig und sei so nett. Fliege rasch nach Nazareth. Dort wohnt eine junge Frau, der ich die Zukunft anvertraue. Die Mann für nichts Besonderes hält, bringt meine Liebe in die Welt. Und Gabriel flog eilends aus, nach Nazareth, ins Tischlerhaus. Maria putzte gerade die Fenster. Mein Gott, ich glaube, ich sehe Gespenster. Ich grüße dich, du Powerfrau. Hab keine Angst, ich weiß genau, dass du jetzt überwältigt bist. Doch hör, was dir verheißen ist. Gott ist dir nah, er hat bestimmt, noch dieses Jahr kriegst du ein Kind. Und das ist gar kein Geplapper, Gott selber, ja, das ist der Papa. Was redest du von einem Kind, wo wir noch nicht verheiratet sind? Und Josef, was wird er sagen? Er wird mir nach dem Vater fragen. Die Feinheiten, die regeln wir. Jetzt freu dich einfach, glaube mir. Dein Mann wird dir zur Seite stehen und ihr werdet beide sehen, dass du für wahr gesegnet bist und bei Gott nichts unmöglich ist. Wenn Gott es will, dann wird es so sein. Ich bin zwar jung, arm und klein, aber ich habe von Gott gehört, dass ihn das gar nicht stört. Die kleinen Menschen macht er groß, den Mächtigen gibt er einen Stoß, sodass sie von ihren Thronen fallen. So schafft er Frieden überall. Er hält die tiefste Dunkelheit und macht Schluss mit Traurigkeit. Auch dir muss ich noch was erklären. Deine Frau wird bald einen Sohn gebären. Das wundert dich vermutlich sehr, denn nicht von dir kommt dies Kind her. Aber du musst gar nicht bangen, Maria ist nicht fremdgegangen. Sie ist Jungfrau immer noch, aber schwanger ist sie doch. Woher soll denn auf Erden nun das Kind geboren werden? Ich ahne, in der Davidstadt, wo man schon lange erwartet hat, dass hier dein Friedensreich anbricht, nur in Bethlehem sind sie noch nicht. Ganz recht, ich habe schon einen Plan, wie ich das alles regeln kann. Die Schatzkammer voller leerer Kisten. Wir brauchen neue Steuerlisten, damit ein jeder Frau und Mann noch viel mehr Geld bezahlen kann. Damit das seine Ordnung hat, macht ihr euch auf in jene Stadt, in der ihr einst als Kind gewohnt, damit das Zählen sich auch lohnt. Unser großer Kaiser spricht, ihr Bürger, ihr habt Meldepflicht. Ihr sprecht schon auf und trödelt nicht, sonst droht Augusts Strafgericht. Wer meinte, er könnte warten, bekommt Besuch von den Soldaten. Ihr solltet August besser vertrauen, sonst lässt er euch in Stücke hauen. Maria, wie soll das bloß gehen? Du kannst ja kaum noch gerade stehen. Kein Wunder, ist ja schwer und breit Politikverdrossenheit. Nur weil die da oben pinnen, sollen wir durch die Gegend rennen. Der Kaiser will mit Luxus fahren und wer das alles bezahlen? Nicht der Kaiser, dieser Schinder, sondern wir und unsere Kindeskinder. Ach Josef, lass das Klagen sein. Wir sind bei all denen nicht allein. Ob heute Morgen und übermorgen wird Gott für uns beiden sorgen. Stattdessen lässt er einfach sagen, die Lösung aller Menschheit fragen, die findest du in einer Person. Und das ist tatsächlich Gottes Sohn. Und das sagte der Engel auch. Nun wächst er hier in meinem Bauch. Wie konnte ich das nur übersehen? Gott wird mit uns weitergehen. Wir Menschen sind ihm nicht egal, denn er liebt uns überall. Und schickt uns Jesus, seinen Held, den Retter von der ganzen Welt. Und so kommt, so ist es wohl sein Plan, hier auf der Welt als Baby an. Ja, liebster Josef, nun hast du die Peilung. Doch für uns heißt es nur Beeilung. Hör auf, über den Kaiser zu diskutieren. Wir müssen jetzt die Reise organisieren. Tu endlich was und rede nicht viel, denn Bethlehem ist unser Ziel. Pack den Esel, spute dich und vergiss die Windeln nicht. Vor dieser Reise wird mir immer banger. Ich bin nun mal hochschwanger. Die beiden gingen zügig los. Der Weg war lang, der anderen groß. Doch kaum waren sie in Bethlehem,
Da gab es ein ziemliches Problem. Vor uns liegt Bethlehem, unser Ziel. Wir sind bald da, wenn Gott es so will. Siehst du die Davidstadt bei Nacht? Ist das nicht romantisch, eine Pracht? Deine Romantik ist mir völlig egal. Die ganze Reise war eine einzige Qual. Oh Josef, ich kann einfach nicht mehr, denn der Bauch, der schmerzt so sehr. Ich sehe deine Kräfte schwinden. Doch willst du jetzt noch nicht entbinden? Ob ich will, danach fragt kein Schwein. Fakt ist, die Wehen setzen ein. Oh Schreck, Maria, warte hier. Ich besorg uns ein Quartier. Was soll das? Warum klopft ihr hier? Was wollt ihr hier an meiner Tür? In dieses Haus kommt ihr nicht hinein. Meine Antwort lautet nein. Liebster Josef, kann das sein? Sagten die, wir können nicht rein? Ich glaube, die machen heute nicht mehr auf. Aber sind die denn alle so komisch drauf? Nein, Maria, das siehst du an mir. Ich stamme schließlich auch von hier. Hier habe ich meine Kindheit verbracht. Ich besorge uns jetzt ein Lager für die Nacht. Auch ich habe nicht ein einziges Bett. Versuch's doch mal in Nazareth. Ach ja, das kommen wir ja her. Doch meine Frau, sie kann nicht mehr. Vielleicht kommt heute ihr Kind. Was glaubt ihr denn, was wir hier sind? Packt eure Sachen, schert euch raus, wir sind hier doch kein Krankenhaus. Ach edler Herr, fasst euch ein Herz. Mein Bauch ist schwer, der Rücken schmerzt. Wir haben nicht mehr lange Zeit. Ich glaube, bald ist es soweit. Das hier ist Alarmstufe Rot. Maria leidet Wehennot. Und ihr Kind, das kommt von Gott. Bitte schickt uns jetzt nicht fort. Leiht uns doch bitte schön ein Bett. Das wäre wirklich ziemlich nett. Und dazu auch noch sehr sozial, denn Maria leitet Koran. Was ihr hier fragt, das ist doch Hohn. Wir sind doch keine Entbindungsstation. Wer Kinder kriegt, ist selber schuld. Für sowas fehlt mir die Geduld. Ihr jungen Leute habt doch keine Ahnung von Themen wie Familienplanung. Ihr seid mir schon ein lustiges Pärchen. Erzählt mir hier ganz schöne Märchen. Von Engeln und Gottesplan. Ich glaube euch nicht, das ist nur Wahn. Lieber Witt von Bethlehem, wir haben jetzt ein Problem. Hinter uns liegt ein langer Ritt und schon bald sind wir zu dritt. Herrje, nicht, dass ihr diese Nacht noch bei mir alles dreckig macht. Naja, voll ist ja überall. Dann geht halt hinten in den Stall. Weißt du nicht, was Hygiene heißt? Im Stall, wo 8 Esel. Scheiß! Ach Josef, lass das Fluchen sein. Ich habe mich kaum noch auf den Beinen. Gib mir lieber deinen Arm. Im Stall ist es zumindest warm. Schon wieder eine lange Nacht. Ich halte bis zum Morgen Wacht. Das Hirtenleben ist schon schwer. Die Tiere fordern uns ja sehr. Ich höre ihr Blöken noch im Schlaf. Manchmal denke ich, ich sei selbst ein Schaf. Die Leute gehen uns aus dem Weg. Es wird uns viel zur Last gelegt. Wir würden sie betrügen, Linken. Sie sagen auch, dass Hirten stinken. Was ja nun leider richtig ist, weil man das Waschen schnell vergisst und Seife und Shampoo auch nichts nützen, um unsere Herde zu beschützen. Aber ja, du hast schon recht. Es ist oft ganz schön öde, echt. Hast du das gerade auch vernommen? Irgendwas ist da gerade in Kommen. Da hinten scheint ein helles Licht. Seht ihr das etwa alle nicht? Ich höre Musik, da singt ein Chor. Das kommt mir ganz schön himmlisch vor. Ja, jetzt wird mir alles klar, das ist eine krasse Engelschar. Grüß Gott, ihr braven Hirtenleute. Mit froher Botschaft komme ich heute. Im schönen, hellen Lichtschein kehre ich vor Freude hier ein. Oje, ich glaube, mir wird schlecht. Ist der Typ da wirklich echt? Dass du das nicht sofort erkennst, das ist eindeutig ein Gespenst. Die Flügel hoch und auf die Knie. Was bist du für ein Federvieh? Furcht ist jetzt nicht angebracht. Ihr solltet euch freuen diese Nacht. Und die gute Nachricht, die wir bringen, soll in aller Welt erklingen. Macht euch auf und geht geschwind. Ihr werdet finden, das kleine Kind. In Windeln gewickelt und in der Krippe schlafen. Bei Ochs und Esel und den Schafen. Man kennt uns hier, wir sind bekannt, die Weisen aus dem Morgenland. Genau gesagt sind wir Astrologen, sind durch die halbe Welt gezogen, weil wir suchen den Retter der Erde, damit endlich Frieden werde. Ein neuer König ist auf der Welt, davon hat uns der Stern erzählt. Wir sind Pilger, das Kind unser Ziel. Wir werden ihn finden, weil Gott es so will. Welch schönen Palast und herrlichen Thron hat Gott wohl bereitet für seinen Sohn. Ich meine, der Stern, der wird uns führen zu goldenen Wiege und silbernen Türen. Jerusalem liegt vor uns, welch eine Pracht. Der Tag bricht an, vorbei ist die Nacht. Der neue König, den Gott auserkoren, wurde sicherlich im Palast geboren. Klingt logisch, drum lass es nicht sagen. Wir werden bei König Herodes fragen. Gnädigster König, meine Gratulation. Ein Stern bezeugt ihren neuesten Sohn. Der König der Juden im Wiegenbett. Ach, wie süß, ach, wie adrett. Auch meine herzliche Gratulation zum Nachfolger für ihren Thron. Euren Sohn zu suchen ist uns ganz wichtig. Oder ist das jetzt gar nicht richtig? Ich habe bestimmt keinen Sohn. Und ich sitze hier auf dem Thron. Eine Frechheit ohnegleichen. Und ich soll von meinem Thron weichen? Wer sowas sagt, da bin ich ehrlich, der lebt ganz und klar gefährlich. Da gebe ich mich jetzt nicht geschlagen. Ich will ihn haben, diesen Knaben. Ich will ihn finden, wo er steckt. Und wenn ich ihn dann bald entdecke, ist er bald...
gestorben. Dafür werde ich dann schon sorgen. Doch um ihn zu lokalisieren, muss ich Experten konsultieren. Holet mir die hochverehrten Theologen und Schriftgelehrten. Holt sie her zu einem Treff mit Herodes, ihrem großen Chef. Werter König vom Volk des Herrn, natürlich haben wir dich gern. Doch alle Juden, die hier wohnen, warten schon seit Generationen auf den König über jedes Reich. Herodes, sie werden ja ganz bleich. Messias wird er wohl genannt, das ist allen hier bekannt. Dieser Retter, den wir verehren, wird die Römer das Fürchten lehren. Wird Gottes Reich zur Erde bringen, Gottes Plan, er wird gelingen. Darauf hat Gott Garantie gegeben, hoch soll der neue König leben. Doch sie wollten noch was wissen, die Antwort dürfen sie nicht missen. Wir sollten für sie spezifizieren und genauestens lokalisieren, wo denn sein Geburtsort liegt und wo seine Wiege liegt. Das kann ich gerne organisieren, ich muss nur schnell die Bibel konsultieren. Eine Jungfrau wird schwanger sein, das steht in Jesaja, das weiß doch jedes Kind. In Micha 5, Vers 1 steht noch mehr. Aus Bethlehem kommt unser Herr, der vor Ewigkeiten war und herrschen wird für immer da. Klare Sache und allen bekannt, Bethlehem wird als Geburtsort benannt. Herodes, dürfen wir jetzt gehen? Dankeschön, auf Wiedersehen. Das Kindlein, was ihr über mich fragt, liegt in Bethlehem, so wie die Bibel sagt. Wenn ihr es gefunden, ganz ohne Stress, schickt mir eine Mail oder eine SMS. königherodes@jerusalem.com. Ihr wisst ja, ich bin ziemlich fromm. Ich möchte anbeten den neuen Herrn. Gebt mir Bescheid, das macht ihr doch gern. Hey Melchior, sei doch mal ehrlich, der Herodes, der ist gefährlich. Von Herodes halten wir uns jetzt erstmal fern und folgen stattdessen Gottes Stern. Ich bin ganz schrecklich aufgeregt und irgendwie auch tief bewegt. Da liegt das Kind noch ziemlich klein und wir dürfen die Ersten sein. Entschuldigung, wir wollen nicht stören. Wir wollen nur mal einmal hören, ob das alles wirklich stimmt mit der Krippe und dem Kind. Wie schön, ihr seid auch alle da. Ja, das Wunder ist echt wahr. Sein Name, der soll Jesus sein. Das heißt, Gott wird die Welt befreien. Kommt gerne rein, aber bitte still, weil Jesus jetzt mal schlafen will. Gott selbst reißt alle Mauern ein. Er sagt, ich möchte bei euch sein.